Hallo liebe Kunden und liebe Mitglieder, heute mal ja ein Video unter völlig anderen Umständen. Das Studio ist, wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, seit vergangenem Dienstag geschlossen und ich und ja meine Mitarbeiter sind seitdem damit beschäftigt, das alles abzuwickeln und gut in den Griff zu kriegen und euch alle darüber zu informieren, was denn jetzt passiert und wie es passiert. Und an der Stelle möchte ich mich erstmal ganz, ganz stark bedanken. Also wirklich einfach Danke sagen für die vielen positiven Rückmeldungen und für den großen, großen Rückhalt, den wir dort kriegen. Ich habe Stand heute über 100 Antwortnachrichten bekommen auf meine E-Mails, die ich versendet habe und auf die Briefe, die wir versendet haben. Und ich bin total froh und total glücklich darüber, dass diese Vorschläge, die wir dort gemacht haben, um die Beitragszahlungen auszugleichen, eigentlich auf ja zu 95% auf ganz, ganz große Zustimmung stoßen und dass wir das so umsetzen können. Das ist für uns unglaublich wichtig, für mich, für meine Mitarbeiter. Ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, dass das eine ganz, ganz angespannte Situation ist, wenn man die Leistung nicht erbringen kann, so wie man sie eigentlich erbringen möchte, aber trotzdem auf die Beiträge angewiesen ist. Und deswegen, es sind total liebe Nachrichten, es ist einfach von Grüßen, die einfach ausgerichtet werden, bis hin zu sogar Angeboten, dass Kunden, mit denen ich schon Ruhezeiten vereinbart hatte, diese bereit sind, die rückzunehmen, damit wir jetzt quasi eine finanzielle Hilfe haben. Ganz viele Leute, die sich einfach auch dafür bedanken, dass wir uns überhaupt uns hinsetzen und Gedanken machen darüber, wie das denn gehen kann und wie das möglich ist, auch im Sinne der Kunden da was zu machen. Also ich erlebe das total persönlich absolut positiv und ja, ich wiederhole mich und ich weiß auch nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, aber es ist wirklich nett und sehr, sehr freundlich von ganz vielen Menschen, die uns dabei stehen, die uns Gutes wünschen und die uns da weiterhin unterstützen. Also vielen Dank auch im Namen von den Mitarbeitern. Da also ein ganz herzliches Dankeschön an alle die, die da uns an uns denken und die bereit sind, uns zu unterstützen und uns weiterhin helfen und auch einfach zu uns halten. Da wir so viele positive Rückmeldungen kriegen und da ihr uns alle wirklich so wohlgesonnen seid, haben wir überlegt, was können wir machen oder wie können wir das weitermachen, wie können wir euch auch weiterhin unterstützen. Eine Idee ist mit den Online-Filmen. Wir haben ja den Pilates-Kurs mit Katrin abgedreht, da werden auch weiterhin Filme folgen. Ihr könnt uns auch gerne Wünsche schreiben, hier einfach unter das Video kommentieren oder per E-Mail an die info@fun-physio.de, was ihr gerne hättet. Ob wir das jetzt natürlich alles umsetzen können, das weiß ich nicht, das kann ich nicht versprechen, aber gebt uns einfach eure Ideen oder eure Kreativität und dann können wir gucken, was wir daraus picken und was wir wirklich realistisch machen können. Und ich habe mich natürlich auch mit Kollegen ausgetauscht und in der Branche umgehört, was andere so machen und eine Idee hat mir wirklich sehr gut gefallen und die möchte ich auch aufnehmen und zwar werde ich Folgendes machen. Ich werde unser Equipment aus dem Kursbereich kostenlos an euch verleihen. Das heißt, Spinning Bikes, Pump Sets, Bänder, Tubes, Bälle, Slashpipes, Trampoline, Steps. Diese Sachen, die wir im Kursbereich benutzen, leihen wir euch in der Zeit, wo das Studio geschlossen hat, kostenfrei aus. Wir stellen euch das kostenfrei zur Verfügung, sodass ihr zu Hause in euren eigenen vier Wänden ein mögliches Trainingsprogramm durchführen könnt. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass ein Fitnessstudio nicht zu ersetzen ist und dass vor allem ein Muskeltraining nicht zu ersetzen ist. Ein wirklich gutes Muskel- und Krafttraining kann man nicht ersetzen durch kleine Übungen. Das soll jetzt aber auf keinen Fall eine Belehrung sein. Bitte versteht das nicht falsch. Ich versuche ja trotzdem was zu machen und trotzdem zu helfen. Ich gebe euch also das Equipment, was wir im Kursbereich haben, sodass ihr zu Hause üben und trainieren könnt. Das, was ihr einfach ja, selber an Übungen wisst oder was ihr vielleicht auch hier im Studio schon gelernt habt. Für die Übergabe ist es jetzt folgendermaßen. Am kommenden Dienstag und am kommenden Mittwoch, das müsste der 23. und 24. sein, werde ich hier im Studio sein und zwar in der Zeit von 17 bis um 19 Uhr und werde die Übergabe von diesen Dingen regeln. Das heißt, jemand, der ein Kursgerät, ein Equipment, ein Part haben möchte, der kann bitte hier zum Studio kommen.
Der Parkplatz ist groß genug, dass man hier sich nicht gegenseitig über die Quere läuft. Bitte seid so fair und haltet ausreichend Abstand. Die Übergabe wird am Kursraum 1 stattfinden. Das heißt, derjenige, der ein Gerät haben möchte, kommt dann von draußen durch den Kursraum hinein. Ich werde aus gegebenen Anlass ebenfalls ausreichend Abstand halten. Die Person sucht sich dann einfach das aus, was sie haben möchte. Und bitte pro Person jetzt nicht 5 oder 6 Sachen. Man kann im Prinzip sich eine Sache ausleihen. Es ist also nicht möglich, dass sich jetzt eine Person ein Trampolin und ein Spinningbike und ein weiß nicht was mitnimmt. Da muss man sich jetzt schon ein bisschen entscheiden, damit es einfach für viele Leute reicht. Und ich möchte eine Quittung quasi auf einem Formblatt. Ich habe ein Blatt vorbereitet, wo man einfach drauf unterschreibt, dass man das Gerät in dem entsprechenden Zustand übernimmt und dass man das dann auch wieder so zurückbringt. Ich bin darauf angewiesen, dass ihr das pfleglich behandelt. Ich bin darauf angewiesen, dass ihr es bitte, wenn wir es abrufen, auch wieder direkt kriegen. Es kann also nicht funktionieren, dass ich dann noch wochenlang hinter den Sachen hinterherlaufe. Wenn das Studio wieder geöffnet ist, brauchen wir die Gerätschaften, um unser eigenes Angebot wieder aufzubauen. Das heißt, wenn wir euch anrufen und kontaktieren, dann seid bitte so fair und bringt das direkt wieder zurück. Auch dafür wird es dann wieder feste Möglichkeiten geben und Zeitfenster, wo man das machen kann. Das alles ist nur ein Angebot und es ist natürlich keine Verpflichtung. Bitte verfolgt selber in den Medien, wie das überhaupt durchführbar ist. Ich weiß, Stand heute, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, es ist jetzt Samstagabend, nicht, ob wir nächste Woche Dienstag und Mittwoch überhaupt so raus dürfen, wie wir das jetzt dafür brauchen. Das müsst ihr euch also bitte selber angucken und dafür nehme ich auch keinerlei Verantwortung oder Haftung. Ich möchte keinen zu irgendetwas anstiften, was er möglicherweise nicht darf. Also bitte prüft das selber. Das heißt, ich leihe Kursequipment aus, sodass ihr zu Hause trainieren könnt, gegen Quittung und gegen Unterschrift und gegen Verabredung und Treu und Glauben, dass das auch ganz und vernünftig wieder zurückkommt, damit ihr damit sauber trainieren könnt. Ich bitte davon, dann vor irgendwelchen Diskussionen Abstand zu halten. Ich möchte mich da nicht erklären müssen, warum ich jetzt nur eins rausgebe und warum das andere nicht geht. So wie gesagt, jeder sucht sich etwas aus und darf das mitnehmen. Natürlich, wenn man ein Pump-Set, also ein Langhantel-Set mitnimmt, dann darf man natürlich mehrere Gewichte mitnehmen, das ist alles keine Frage. Der Sinn der Sache ist, dass jetzt nicht eine Person 6 Trainingsmöglichkeiten hat und die andere Person hat keine. Ich denke, das ist jetzt jedem klar. Das möchte ich also gerne machen, um euer Training weiterhin zu unterstützen. Ihr könnt auch gerne weiterhin Anfragen zum Training stellen. Ich bin auch gerne bereit, Trainingspläne auszudenken für das Training zu Hause oder wenn ihr selber Ideen habt, wie ihr trainieren könnt und ihr möchtet wissen, ob das in Ordnung oder sinnvoll ist, schreibt mich gerne an. Diejenigen, die meine Mobilnummer haben, schreiben mich über WhatsApp an oder wie das auch immer gewünscht ist und ansonsten könnt ihr natürlich an die Studio-E-Mail info@fun-physio.de gerne schreiben und wir beantworten das dann Stück für Stück, so gut wir es einfach zeitlich können. Bei dem Ausleihen von dem Equipment ist es natürlich so, dass diejenigen jetzt etwas bekommen, die auch zuerst da sind. Das geht leider einfach nicht anders. Ich kann jetzt nichts reservieren oder aufheben. Ich mache das wirklich ganz klar nach dem Prinzip, wer sich zuerst meldet, der bekommt es auch zuerst. So werde ich es nach der Reihe abgeben. Ihr könnt also gerne, wenn ihr diesen Film jetzt gesehen habt, eine Nachricht schreiben an die info@fun-physio.de und dort werde ich eure Wünsche dann registrieren und werde es der Reihe nach abarbeiten. Dieser Film, der hier erscheint, wird auf allen Medien gleichzeitig eröffnet oder veröffentlicht. Das ist das richtige Wort, wird gleichzeitig veröffentlicht, sodass es auch überall gleichzeitig hinkommt. Ich kann es nur in der digitalen Form transportieren, es geht nicht per Postbrief, so bitte habt dort Verständnis für, dass diejenigen, die jetzt digital vernetzt sind, dort einfach einen kleinen Vorteil haben. Ich kann es einfach logistisch gerade nicht anders machen. Ich hoffe, das Angebot ist gut für euch. Ich hoffe, dass euch das was bringt und dass ihr damit was nutzen könnt. Und ja, wie gesagt, jeder hat jetzt die gleiche Möglichkeit und geht da einfach fair und ja, gesittet mit um. Ich möchte jetzt da keine irgendwie komischen Dinge auslösen. Ich will einfach versuchen zu helfen, so gut das funktioniert. Dann will ich euch noch informieren darüber, was wir hier im Studio machen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt 4 Wochen zu haben und die Beine hochlegen. Ich versuche jetzt die Renovierung nach vorne zu treiben, so gut das funktioniert. Ich bin schon viel mit Handwerkern im Gespräch. Sieht auch so aus, dass wir das hinkriegen. Das heißt, den Wasserschaden in den Umkleiden, den wir dort ja seit einiger Zeit haben, naja, schon seit über einem halben Jahr, an dem wir dran sind, das werden wir jetzt innerhalb der Zeit, wo wir geschlossen haben, alles über die Bühne bringen. Ich bin guter Dinge, dass das alles auch funktioniert, dass wir danach schöne, neue,
moderne gestrichene Umkleiden haben. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund, da ist einiges am Malerequipment und Farben wurden schon geliefert. Das heißt, wir wollen das Studio schön machen und auf Vordermann bringen, sodass, wenn wir wieder aufhaben, wir auch uns wieder treffen können und Spaß haben können hier in schönen Räumlichkeiten und in einer guten Atmosphäre. Die Planung für den Außenbereich laufen auch weiter. Der Zaun ist bestellt, die Gummimatten, der Gummiboden ist bestellt, Kleinteile sind ebenfalls schon bestellt. Die Montage des Zauns soll auch in den nächsten 14 Tagen beginnen, sofern dann jetzt alle Lieferketten eingehalten werden und das alles funktioniert. Gehe ich davon aus, dass wir den auch im Frühjahr eröffnen können, so wie wir es vorhaben. Es hängt jetzt natürlich davon ab, wie lange wir zwangsgeschlossen sind, das weiß ich nicht, aber diese Arbeiten gehen auch weiter. Da ist also nichts auf Eis gelegt, das heißt, ich hoffe, dass wir das ja zeitnah auch alles über die Bühne kriegen. Das war's für heute. Kurzes Update, ein kurzes Statement. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Den nächsten Schritt, den wir gehen, mit Equipment verleihen, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie das wird. Es ist auch nicht ganz einfach für mich, weil das doch einige Hunderte, naja, eher Tausende von Euros sind, die man da jetzt rausgibt. Aber ihr habt mir so viel geholfen oder auch uns, den Mitarbeitern, so viel geholfen. Und ihr seid so fair und offen, dass ich das gerne ermöglichen möchte. Und ich hoffe, dass wir da ein gutes Miteinander haben und dass wir da alle gut miteinander auskommen. Und dass wir es einfach gut über die Bühne kriegen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.